Allgute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse. Kapitel 162 Sein größtes Geschenk Zweiter Teil. Diesen Satz wiederholte Hermine in Gedanken noch einmal, doch derweil entging ihr ganz, dass Severus bereits zur Tür hinaus war. Wie von der Tarantel gestochen, eilte sie ihm nach, der Hund folgte ihr unbemerkt. Severus, warten Sie! Nach einem kurzen Sprint hatte sie ihn eingeholt und versuchte nun, sich vor ihm aufzutürmen, damit er nicht passieren konnte, doch er war viel größer als sie, David gegen Goliath. Gehen Sie mir aus dem Weg, Hermine. Nein, Sie gehen jetzt nicht zu Albus, sagte sie in einem Befehlston, den er von ihr bis dato noch nie gehört hatte. Sie verstehen nicht, sagte er ruhig. Mir tut sich hier die Möglichkeit auf, einen unbeliebten, vor allem aber unfähigen Kollegen loszuwerden, und ich werde diese Möglichkeit ergreifen. Hat es Ihnen nicht gereicht? Warf sie nicht sehr ernst ein. Damals schon dafür gesorgt zu haben, dass Remus hinausgeworfen wurde? Kopfschüttelnd stellte er klar. Lupin hat von sich aus gekündigt. Noch bevor die ersten Beschwerdebriefe von Eltern eintreffen konnten. Das war... Er hob eine Augenbraue und klang so unschuldig wie nur möglich. Unbefriedigend. Und es würde Sie tatsächlich zufriedenstellen, wenn Svelte nach diesem kleinen Skandal gefeuert wird? Sein fieses Grinsen war Antwort genug. Daraus ziehen Sie Ihre Befriedigung? Fragte sie neckend. Unter anderem, ja. Severus. Sie klang wieder nörgelnd, weswegen sein linkes Augenlid nervös zuckte. Gelassen versuchte er ihr verständlich zu machen. Sie haben mir mit Ihrer Schilderung von Zweltes nicht akzeptablem Benehmen ein wirklich wunderschönes Geburtstagsgeschenk gemacht, Hermine. Ihre Geschenke sind da drin. Sie deutete zu seiner Tür. Und warten nur noch darauf, ausgepackt zu werden. Die will ich nicht. Enttäuscht presste sie die Lippen zusammen. Nun. Bei seiner Stimme horchte sie sofort auf. Vielleicht könnte ich mich tatsächlich morgen darum kümmern. Er hob und senkte resigniert die Schultern, bevor er erklärte. Albus würde mich am heutigen Tag bestimmt in seinem Büro festhalten und mich mit seinen neuesten Entdeckungen aus dem Honigtopf bekannt machen wollen. Das Risiko möchte ich nicht eingehen. Sie strahlte über das ganze Gesicht, bevor sie eine Hand auf seinen Oberarm legte und dazu aufforderte, ihr in seine Räume zu folgen. Drinnen, nachdem sie sich erneut gesetzt hatten, wühlte Hermine in ihrer Tasche, während Severus desinteressiert tat, doch er war wie schon zu Weihnachten sehr gespannt darauf, was er wohl von ihr erhalten würde. Sie überreichte ihm eine viereckige Box, die er mit ausdrucksloser Miene entgegennahm und beäugte. Sie müssen es schon aufmachen, neckte sie ihn. Des Papiers hatte er sich schnell entledigt, sodass er irritiert auf die Schachtel blicken konnte, auf der das Logo von Weasleys zauberhafte Zauberscherze zu lesen war. Gleich darunter stand Tagtraumzauber und in Klammern dahinter Überraschungstraum. Ich glaube, Hermine, er blickte sie entgeistert an, dass Sie noch nie in Ihrem Leben bei der Auswahl eines Geschenkes so fehlentschieden haben. Sie schenkte ihm ein überlegenes Lächeln und sagte selbstbewusst. Und weil ich genau gewusst habe, dass Ihnen das nicht gefallen wird, er kniff die Augen zu schmalen Schlitzen zusammen, habe ich natürlich noch etwas anderes besorgt. Sie nahm ihm den Tagtraumzauber aus der Hand und stellte ihn auf den Tisch. Bevor sie etwas anderes aus ihrer Tasche zog. Mörser und Stößel waren so eingepackt,
dass die Konturen der Geschenke trotz des Papiers eindeutig den Inhalt verrieten. Eine sehr originelle Verpackung, flunkerte er. Machen Sie sich nur über mich lustig. Haben Sie schon einmal etwas Rundes eingewickelt? Ich kann nur einen Zauberspruch, der das Papier um den Gegenstand legt. Sie stutzte. Vielleicht hätte ich es lieber in eine Kiste backen sollen und dann erst... sagte sie zu sich selbst, so dass er schmunzeln musste. Sie hätten es auch gar nicht als Geschenk einpacken brauchen. Das ist für Kinder sicherlich sehr nett, um die Spannung noch einen Moment länger hinauszuzögern. Er zog seinen Zauberstab und entfernte zu Hermines Enttäuschung das Papier per Zauber. Ach, hart? Sagte er erstaunt, als er das hellblaue Set betrachtete. Ja, stimmte sie lediglich zu. Sehr edel, murmelte er und er schien wirklich angetan zu sein. Ich mag blau. Absichtlich riss Hermine ihre Augen ganz weit auf, weswegen er unsicher wirkte, aber gespannt darauf wartete, was sie ihm Schilde führte. Sie mögen die Farbe blau? Sie klang so entsetzt, als hätte er eben behauptet, Voldemort wäre Harrys Vater gewesen. Ja, er zuckte gelassen mit den Schultern. Was ist daran so ungewöhnlich? Demonstrativ ließ sie ihren Blick über seine schwarze Kleidung schweifen, als sie ihn plötzlich vergnügt schnaufen hörte. Mit der Wahl der Farbe meiner Kleidung drücke ich nicht meine Vorlieben aus. Nein? Warum tragen Sie dann schwarz? Er holte bereits Luft, doch er kam nicht dazu zu antworten, denn sie fügte noch hinzu. Weil schwarz schlank macht, haben Sie ja auch so dringend nötig. Sie grinste frech. Was ist Ihre Lieblingsfarbe? Wollte er wissen. Bunt, gab sie als nicht ernstzunehmende Antwort. Das ist keine Farbe. Ich habe viele Farben, die ich mag. Gelb zum Beispiel. Er rief sich einige Situationen ins Gedächtnis, bevor er sich seiner Sache sicher behaupten konnte. Ich habe sie noch nie diese Farbe tragen sehen. Ein mildes Lächeln schlug sich in ihrem Gesicht nieder, bevor sie bedeutete. Glauben Sie mir, ich habe schon was Gelbes getragen, als wir zusammengearbeitet haben. Wieder versuchte er, sich an so einen Moment zu erinnern, aber er war sich sicher, dass sie keine gelben Kleidungsstücke besaß, jedenfalls keine, die man sehen konnte. Ah, machte er, als er lediglich begriffen hatte, bevor er den Mörser in die Hand nahm und ihn sich verlegen betrachtete. Ich habe noch ein Geschenk für Sie. Sie brauchen wirklich nicht. Sie drückte ihm bereits ein weiteres Päckchen in die Hand, das er nehmen musste, damit es nicht herunterfallen würde, denn sie ließ bereits wieder los. Machen Sie schon auf! Drängelte sie, denn sie wollte wirklich wissen, was er zu dem Gläschen mit dem Grabhornpulver sagen würde. Ich habe das Gefühl, er blickte sie an, dass Sie mehr Freude daran haben als ich. Macht es Ihnen denn gar keinen Spaß? Fragte sie enttäuscht. Ihr Verhalten ist in gewisser Weise unterhaltsam, gab er zum Besten, womit sich Hermine zufrieden gab. Nachdem er auch dieses Geschenk ausgepackt hatte und in den Händen hielt, da sagte er ein wenig vorwurfsvoll: Geben Sie nicht so viele Gallionen aus, Hermine. Auf freundliche Art gab sie ihm zu verstehen: In solchen Angelegenheiten lasse ich mir nicht reinreden. Den Kopf schräg legend, wollte sie wissen. Können Sie es denn gebrauchen? Was für eine Frage. Natürlich. Gut. Ich habe nämlich noch ein Geschenk für. Langsam ist's genug, meinen Sie nicht? Lassen Sie mir doch meinen Spaß und packen Sie schon aus. Drängelte sie, als sie ihm die andere in dezentes Papier gewickelte Zutat reichte. Nur, wenn Sie noch etwas Wein einschenken, bat er, während er bereits das Päckchen öffnete, welches das Fläschchen mit dem Akromantula-Gift beinhaltete. Von dem Akromantula-Gift war er hingerissen, was er nicht verbal zum Ausdruck bringen musste, seine Mimik sprach für sich. Gefällt Ihnen auch, wie ich sehe, sagte sie zufrieden klingend. Sich räuspernd erklärte er daraufhin schmunzelnd. Ist Ihnen die Bedeutung von Akromantula-Gift als Geschenk bewusst?
Ihre Stirn schlug Falten und sie schüttelte den Kopf. Nun, alten Überlieferungen zufolge bedeutet das Verschenken von Akromantula-Gift, dass man dem Beschenkten, er blickte sie kühl an, den Tod wünscht. So schnell konnte er gar nicht schauen, wie sie ihm das Fläschchen entrissen hatte und hinter ihren Rücken versteckt hielt. Er blinzelte ein paar Mal. Was sollte das? Ich wünsche Ihnen doch nicht den Tod. Das Gift bekommen Sie nicht. Hermine? Er hatte sie unterbrechen wollen, doch sie redete einfach weiter. Hätte ich das gewusst, hätte ich niemals. Hermine? Jetzt blickte sie auf. Die Hände noch immer hinter ihren Rücken haltend, um das Akromantula-Gift zu verbergen. Langsam sprechend erklärte er, das mit den Bedeutungen verschiedener Zutaten ist genauso ein Unfug wie die Blumensprache in der Muggelwelt. Blumensprache? Wiederholte sie verdutzt. Das kennen Sie doch sicherlich. Die Akelei, die man einem Schwächling schenkt. Oder die Klette für zu anhängliche Personen, eine rote Rose für... Inhaltend wandte er erst seinen Blick ab, bevor er nach seinem Weinglas griff und in zwei Zügen leerte. Ach, sagte Hermine abwinkend. So ein Aberglaube aber auch. Diese Sprache hat in der magischen Welt zu vielen Missverständnissen geführt und wird deswegen seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr angewandt. Daher... Er hielt ihr seine Hand fordernd entgegen und erwartete sein Geschenk zurück, welches sie ihm nur zögerlich gab und auch nur, indem sie ein weiteres Mal versicherte, dass ihre Absicht nicht denen der alten Bedeutung entsprachen. Ich hoffe, begann er, dass die Schenkungen nun ein Ende gefunden haben. Sie bringen mich langsam in eine unangenehme Situation. Wieso unangenehm? Fragte sie unschuldig. Denken Sie denn, ich wüsste nicht, welche Preise diese Dinge auf dem Markt erzielen? Sofort konterte sie, um den Kaufpreis für die Geschenke zu rechtfertigen. Sie haben mir einen norwegischen Waldkatzenknieselmischling geschenkt, Severus. Mrs. Fig ist mir mit einem Freundschaftspreis entgegengekommen. Einmal tief durchatmend hielt sie ihm vor Augen. Und Sie glauben, ich würde die Freundschaftspreise von Arabella nicht kennen? Dann... Er schürzte kurz die Lippen. Sind wir jetzt wohl quitt? Oh, da fällt mir ein. Ich habe noch ein Geschenk. Das kann nicht wahr sein, murmelte er, während er dabei zusah, wie Hermine zwei Gegenstände aus ihrer Tasche zog, die nicht eingepackt waren. Sie hielt ihm zu seinem Erstaunen eine Packung mit einem Schokofrosch und einem Hühnerei entgegen, lächelte dabei bis über beide Ohren. Die zwei Gegenstände annehmend und betrachtend, fragte er einen Moment später ratlos. Und was soll das darstellen? Es ist ein symbolisches Geschenk, Severus, gab sie als Hinweis. Erst jetzt fiel der Knut bei ihm, weswegen er schmunzelnd fragte. Was soll daraus werden? Ein Basilisk aus massiver Vollmilchschokolade? Sie nickte und flunkerte. Ja, und wenn er einen anzieht, dann zerbröselt man zu Kakaopulver. Er fand das symbolische Geschenk amüsant, vor allem aber fand er Gefallen daran, dass sie seine Begeisterung über den toten Basilisken in der Kammer des Schreckens nicht vergessen zu haben schien. Sie war, was ihn betraf, sowieso sehr aufmerksam. Gerade eben schenkte sie ihm, wie er beobachten konnte, noch etwas Wein ein. Nicht sich selbst, denn ihr Glas war noch voll. Was hat Ihnen von allem am besten gefallen? Wollte sie neugierig wissen. Wie aus der Pistole geschossen, antwortete er. Dass ich morgen zu Elbes gehen darf und Zwelt hinausgeworfen werden wird. Sie zog ihren berühmten Schmollmund, von dem Ron einmal gesagt hatte, dass er zum Küssen animieren würde, bevor sie beleidigt tat, und sagte, »Das war jetzt nicht nett, Severus.« »Dann freuen Sie sich selbst nicht darauf?« »Auf was?
dass Welte uns eventuell bald verlassen wird, weil es einen schwarz gekleideten Lehrer in diesem Schloss gibt, der gerne gegen seine Kollegen intrigiert? Ah, Sie nehmen ihn jetzt auch noch in Schutz? Möglicherweise lag ich mit meiner ersten Vermutung vorhin doch nicht so falsch, stichelte er. Sie knurrte, sodass der dösende Hund kurz seinen Kopf hob, bevor sie mit Severus nicht ernst schimpfte. Dass Sie mir sowas unterstellen, ist unerhört. Er lachte unerwartet auf und griff zu seinem Glas. Doch er trank nicht, sondern schilderte. Meine Schüler hatten mir davon berichtet, dass Svelte ihnen einen Stock als Bowtruckle vorgeführt hatte. Wirklich? Professor Raue Pritsche hat damals nicht so einen Unsinn verzapft, warf Hermine ein. Sie hatte Hagrid vertreten und ich fand ihren Unterricht ehrlich gesagt ganz wunderbar. In Erinnerung schwelgend ließ sie Severus wissen. Sie hat uns auch zutrauliche Einhornfohlen gezeigt. Wegen der Erinnerung an den Unterricht von Professor Raue Pritsche musste Hermine plötzlich auch an den Tag denken, an dem sie mit der dunklen Magie in Berührung gekommen war. Ein Fohlen hatte sich ihr genähert und alle beschmutzten Empfindungen waren in einer Berührung des goldenen Fells wie hinweggefegt. Und läutete sie eine weitere Unterhaltung ein. Wer hat Ihnen alles gratuliert oder etwas geschenkt? Niemand, antwortete er grummelnd. Nein, das glaube ich nicht. Nicht mal Albus? Gut, Albus hat ein paar Worte verloren und mir die Flasche Elfenbein überreicht, stellte er klar. Die wir gerade trinken? Wollte sie wissen und er nickte. Noch andere aus dem Kollegenkreis? Erneut nickte Severus. Poppy händigte mir eine uralte Fibel über Zaubertränke aus. Eher ein Sammelobjekt als etwas Nützliches. Unerwartet stand er auf, um das besagte Objekt zu holen, damit sie es sich ansehen konnte. Die alte Fibel betrachtend, sagte Hermine begeistert. Das ist ja alles mit der Hand verfasst, selbst die Zeichnungen. Poppy sagte, es wäre eines der ersten Schulbücher, die in Hogwarts für Zaubertränke benutzt worden waren. Nur eines der Bücher, und zwar jenes, welches sie gerade in den Händen halten, wurde persönlich verfasst, bevor der Inhalt per Zauber auf andere Bücher kopiert wurde. Das ist ein Stückchen Geschichte, sagte sie begeistert vor sich her, während ihre Finger die alten Seiten berührten. Ein wirklich originelles Geschenk, gab sie zu. Nachdem sie ihm die Fibel zurückgegeben hatte, nahm sie ihr Weinglas, fragte jedoch vor einem Schluck noch. Und die anderen? Ich denke nicht, dass Harry oder Draco ihren Geburtstag vergessen haben. Sie behalten recht, denn unerwartet kam vor ihrem unangekündigten Besuch eine Eule mit einem kleinen Päckchen von den Malfoys. Aus einem Schränkchen holte er eine Kiste, ähnlich groß wie die Kiste mit dem Tagtraumzauber, die er auf den Tisch stellte, bevor er wieder Platz nahm. Mit Hilfe seines Zauberstabes öffnete er die Verpackung und ließ einen glitzernden Gegenstand hinausschweben. Gerade streckte Hermine ihre Hand nach dem Objekt aus, da schlug er ihr auf die Finger, nicht sehr kräftig, aber trotzdem maßregelnd. Mit der anderen Hand umfasste sie schützend ihre Finger, bevor sie ihn entgeistert anschaute. »Na, hören Sie mal«, ermahnte sie ihn erstaunt. »Um sich etwas anzusehen«, begann er mit lehrerhafter Stimme, »bedarf es keiner Hände. Auf dem Apfel befindet sich keine Brailleschrift, also müssen Sie auch nicht hinlangen.« »Sie hätten es auch sagen können.« Demonstrativ rieb sie ihre Finger, die sie schlängst erholt hatten. »Das hätte auch zu spät sein können. Wissen Sie, was geschehen würde, sollte jemand dieses antike Stück berühren?« Weil sie den Kopf schüttelte, erklärte er. »Ein schwarzmagischer Fluch liegt auf diesem Objekt, der jeden, der mit ihm in Kontakt gekommen ist, verwirrt und auffühlt. Panik würde sich in einem Menschen ausbreiten und Argwohn seinen Mitmenschen gegenüber. In allem und jedem würde man bösartige Machenschaften gegen die eigene Person vermuten und man würde gegen diese vermeintlichen Intrigen anzukämpfen versuchen.« Er blickte sie mit lebendigen Augen an.
Und sowas finden Sie toll? Mich interessiert der Fluch, verteidigte er sich. Ich will herausfinden, ob es sich um einen eigenständigen handelt oder ob er eine Kombination aus bekannten Flüchen darstellt. Es wäre interessant zu erfahren, ob man den Fluch nur über ein Objekt legen oder auch direkt an Personen anwenden kann und natürlich auch, ob und wie man ihn brechen könnte. Passen Sie bloß auf, schäkerte Hermine, dass dieses Objekt nicht mal versehentlich an den Mann gerät. Stellen Sie sich vor, Sie würden ihn im Ministerium liegen lassen. Das würde dort wohl kaum etwas an der bereits herrschenden Atmosphäre ändern, Hermine. Denn Intrigen können die Angestellten des Ministeriums auch ganz gut ohne Hilfe eines Zankapfels spinnen, erklärte er sehr nüchtern, doch sie wusste, dass er damit gar nicht so falsch lag. Sie beäugte den goldenen Apfel und sagte, ich finde, dass er etwas auffällig ist. Wäre es nicht viel günstiger, einen dezenten Gegenstand zu wählen, der nicht so viel Aufsehen erregt? Der Zaubertränkemeister verneinte, der Gegenstand wäre seines Erachtens perfekt gewählt. Er wäre ungewöhnlich und schön anzusehen. Kaum jemand könne sich zurückhalten, ihn zu berühren. Er schenkte ihr ein halbseitiges Lächeln, bevor er fortfuhr. Wie Sie es ja netterweise demonstriert haben. Ihr Weinglas auf den Tisch stellend, bückte sie sich und zog sich ungefragt die Schuhe aus. Aufgrund seines entgeisterten Gesichtsausdrucks, erklärte sie. Sie haben gesagt, ich soll mich wie in meinen eigenen vier Wänden fühlen. Wie Sie meinen, murmelte er. Noch jemand, der Ihnen gratuliert hat? Ich sagte doch, dass niemand. Mit einem Male hielt er inne, als er seine eigenen Worte überdachte. Hermine brachte es auf den Punkt. Niemand hat Ihnen bisher aber reichlich was geschenkt? Witzelte sie grinsend. Harry? Sich den heutigen Morgen ins Gedächtnis rufend, nickte er und antwortete. Ein Buch, welches ich glücklicherweise noch nicht hatte. Machte sie wissentlich, denn sie hatte ihm diesen Geschenktipp gegeben. Minerva? Feuerwhisky. Und etwas von Remus? Fragte sie. Hier schüttelte er den Kopf, was sie sehr verwunderte. Doch bevor sie sich dazu äußern konnte, klopfte es. Severus machte keine Anstalten, den Gast einzulassen. Ja, wollen Sie denn nicht sehen, wer an der Tür ist? Fragte sie perplex. Nein. Wenn es jemand ist, der anklopfen muss, dann kann es sich nur um jemanden handeln, den ich nicht sehen möchte. Es klopfte erneut, diesmal etwas lauter. Severus. Dann öffnen Sie doch, fuhr er sie an und griff gleich darauf zu seinem Weinglas, um Gleichgültigkeit vorzugaukeln. Soweit zu unserer heutigen Episode von Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo, damit du keine Folge mehr verpasst.